Für Ministerpräsident Horst Seehofer gibt es für diese Legislaturperiode vier große Zukunftsaufgaben. So sollen neben der zunehmenden Internationalisierung die digitale Revolution, der demografische Wandel und die kulturellen Auswirkungen verstärkt angegangen werden. Dabei soll die bayerische Bevölkerung der Schlüssel sein. Bayern ist das Land des wertorientierten, aktiven Bürgersinns. Deshalb sage ich, andere sehen in der Gesellschaft millionenfach Probleme, die der Staat lösen soll. Wir sehen in der bayerischen Bevölkerung millionenfach Lösungen. Genau deshalb kämpfe ich so leidenschaftlich dafür, Politik für die Menschen und gemeinsam mit den Menschen zu gestalten. Denn ich bin zutiefst überzeugt, anders werden wir in der heutigen Zeit der Wissensgesellschaft die Zukunft nicht gewinnen. Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern, das ist für mich das Fundament und der Auftrag unserer Regierungspolitik. Ihre Meinung zur Rede vom Herrn Seehofer? Also ich fand sie insgesamt zu selbstgefällig. Wir haben sicherlich als Freistaat Bayern auch Erfolge vorzuweisen. Aber die Frage ist doch, was erreichen wir in den nächsten 5 Jahren? Und da hat er sich sehr selbstgefällig zurückgelehnt. Es war eine gute Rede, weil es die wichtigsten Zukunftsthemen aufgegriffen hat. Bayern, die Zukunft, war ja das Motto. Und wir wollen ja nach vorne blicken. Wir wollen dieses Land weiterentwickeln. Und ich glaube, Horst Seehofer hat in den wichtigsten Politikfeldern Ziele gesetzt, Visionen dargelegt, die es jetzt gilt, mit dem politischen Alltag über einzubringen. Ja, das ist ein Bauchladen voller Ankündigungen. Bei vielen Themen frage ich mich natürlich, warum ist das in den letzten Jahren nicht passiert? Einiges klingt sehr schön, auch sehr angegrünt, aber wir werden ihn an seinen Taten messen. Er hat Grundprinzipien genannt, die wir jetzt verwirklichen müssen, die nächsten 5 Jahre, und die wir anpacken müssen. Und ja, also für mich war es eine große Motivation jetzt. Ginge es nach der Opposition, so müsse vor allem am kommunalen Finanzausgleich geschraubt werden. Zwar gab die Regierung hierfür im Doppelhaushalt 2013-2014 rund 7,8 Milliarden Euro frei, doch ist dies in den Augen der Opposition nicht ausreichend. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich bin ja auch Kommunalpolitiker, gehöre ja auch einem Kreistag an. Und ich glaube, der Freistaat Bayern ist hier wirklich auch Vorbild in ganz Deutschland gegenüber seinen Kommunen. Es gibt Kommunen, die haben erhebliche Gewerbesteuereinnahmen und sie haben gute Steigerungen. Aber dann gibt es Kommunen, die leben von der Hand in den Mund. Und ich finde die Finanzausstattung, die der Freistaat den Kommunen gibt, unzureichend, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Kommunen haben so viel Geld bekommen wie noch nie zuvor. Es ist der kommunale Finanzausgleich ist mit allen Spitzenverbänden abgestimmt und abgesprochen. Und ich denke, dass unsere Kommunen bestens ausgestattet sind, was aber nicht heißt, dass wir das in Zukunft vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, eine starke finanzielle Ausstattung unserer Kommunen ist die beste Basis für eine gute Arbeit. Wer die ganze Gesellschaft auf die Familie, auf die Ehe aufbaut ist und so ist auch der Staat auf die Kommunen aufbaut. Und wenn die Gemeinden nicht funktionieren, dass die wiederum die Landkreise in Schuss halten und auch, sagen wir wieder bei der Finanzierung, da glaube ich, waren Umschichtungen nötig. In Sachen Breitbandinternet wird von einer Revolution gesprochen. Das schnelle Internet kommt bestimmt, doch will man sich hier noch bis zu 10 Jahre Zeit geben. Wir haben vor wenigen Jahren einen Einstieg gefasst in die Digitalisierung, also sprich den Breitbandausbau, auch wieder hier im ländlichen Raum insbesondere, mit einer Grundversorgung von 1 Megabit. Der Fahrplan ist klar, die nächsten 5 Jahre soll Bayern digitalisiert werden. Oder ja, ich denke schon, die nächsten 5 Jahre, weil das Thema einfach so schnelllebig ist. In meinem Ort ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt mit dem Ausbau, Breitbandausbau und ähnlichen modernen digitalen Möglichkeiten. Und das Wort Revolution in dem Zusammenhang im Freistaat Bayern halte ich für sehr gewagt. Problem ist, dass die 500 Millionen, die allein in dem aktuellen Doppelhaushalt zur Verfügung stünden, nicht abgerufen werden oder zu wenig abgerufen werden, weil das Verfahren sehr langwierig ist. Also wir sind eine sehr kleine Gemeinde, wir haben den Breitbandausbau schon. Es war natürlich auch in der Kommune, bei uns in der Gemeinde, klar haben die Gemeinderäte ein paar sich dahinter klemmen müssen. Wir brauchen das unbedingt, auch für gerade für Gewerbebetriebe. Wir haben ein paar Logistikunternehmen bei uns, die sind davon abhängig und ich selber genieße es natürlich auch. Der CSU-Chef garantierte ebenfalls, bis 2018 ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot für alle Schüler bis 14 Jahre einzurichten. Dazu den größtmöglichen Erhalt der ländlichen Schulen. Doch einen flächendeckenden Ausbau der Ganztagsangebote hatte Seehofer bereits nach seinem Amtsantritt 2008 versprochen. Ich halte den Ansatz, dass wir über Inhalte, über Qualität reden, den halte ich für wichtig, über irgendwelche
Pseudostrukturreformen, die eigentlich vom eigentlichen Thema, vom eigentlichen Problem ablenken, also von denen halte ich nichts. Und insofern ist es gut und richtig, dass man Bildungsstrukturdebatten beendet. Ich denke mir, mir wird vor allem in den Gymnasien, was den Lehrplan betrifft, nachbessern müssen. Man wird, was die individuelle Förderung betrifft, nachbessern müssen. Man muss dafür sorgen, dass ausreichend Lehrkräfte an der Schule sind. Ich bin ein begeisterter Anhänger von G8. Man hat lange Zeit darüber diskutiert. Man hat ja auch die Möglichkeiten, insgesamt im Lehrplan dafür zu sorgen, dass Schwerpunkte gesetzt werden, sodass G8 sicherlich ein Erfolgsmodell ist. Für mich ist immer interessant, wenn ich draußen vor Ort bin, an Schulen bei Lehrern, dann erlebe ich immer so eine Zwei-Klassengesellschaft. Die einen sagen, wir müssen was tun. Die anderen Lehrkräfte sagen, lasst uns endlich mal in Ruhe arbeiten. Aber fest steht eins, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann hat natürlich die neu gegründete Mittelschule in Bayern ihre Probleme. Die Vision für 2018 ist so klar wie vage. Bayern bietet Lebensqualität für alle Menschen. Dafür solle Bayern, ging es nach dem Landesvater, in allen Bereichen führend sein, in Deutschland sowie weltweit.